Premier service, le dîner est servi au wagon-restaurant, le dîner est servi au wagon-restaurant. Ja, mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Last Express. Ja, wir sind jetzt von Wien nach Budapest unterwegs und haben in der letzten Folge einen Scheinhandel vollzogen. Die Ware ist gekauft mit dem Gold von Kronos. Genau, wir haben den Handel mit August Schmidt abgeschlossen für die serbischen Separatisten. Und das Problem ist aber nur, dass uns die Ware nicht wirklich gehört oder wie gesagt den serbischen Separatisten, da Kronos nach dem Konzert das Gold wieder an sich genommen hat. Aber wichtiger ist doch... Ach, er kennt uns bereits. Wichtiger ist doch dieses chinesische Ei aus dem 17. Jahrhundert. Und wir können dieses Ei öffnen und das wollte ich euch zeigen. Wenn es geht. Ah, das war ja Zufall, ich weiß nämlich die Kombination nicht mehr. Also laut den Papieren, also die wir in Kronos Privatwagen gefunden haben, ja, hat sich Tyler nach und nach verändert. Ist abwesender oder apathischer gewesen. Und die Frage ist natürlich, warum Kronos sich so sehr für dieses Ei interessiert. Ich weiß die Kombination natürlich nicht mehr. Oh Gott, das kann jetzt ewig dauern. Monsieur, que faites-vous ici? So, komm mein Kleiner, ich muss an das Ei heran. So, und ich will euch natürlich zeigen, was passiert, wenn wir dieses Ei öffnen, denn wir können es öffnen. Und ich weiß nur noch die Anfangskombination. Ja, denn Tyler hatte sich ja merklich durch dieses Ei auch verändert, also laut den Unterlagen, die wir in Kronos Wagen gefunden haben. Ich weiß nicht, welche Farbe dran ist, rot. Oh. Nee, dann war das hier. Nein, doch nicht. Ja, jetzt müsste es, glaube ich, lila sein. Und genau. Und jetzt passt auf, was passiert. Ich präsentiere euch den Feuervogel. Und wir lassen ihn singen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, warum dieses Ei so wertvoll ist. Und dieses Bild zeigt eine tote Frau. Ich kann euch sagen, oh, das Ei werden wir mal wieder verstecken, bevor der Schaffner zurückkommt. Hier haben wir leider keinen Zutritt mehr. Ich kann euch verraten, dass wenn wir einen Blick, sag ich mal, noch vor Beendigung des Konzertes auf das Ei geworfen Monsieur, hätten... Le fourgon à bagage est interdit. Veuillez retourner au restaurant. Ja, selbstverständlich, tut mir leid. Ah, August Schmidt. Wäre die Frau, oder hätte man die Frau noch schlafend gesehen? Ach. Ja, geht mir schnell. Je vous demande pardon, Monsieur. Ja, pardon, pardon. Ach, schnell aus dem Weg. August Schmidt, können wir handeln? Nein. Er wird jetzt immer wieder erst die Bestellung aufnehmen. Nehme ich an. Excusez-moi, Monsieur. J'ai un message de Madame Wolf. Ja? Madame a le regret de vous faire savoir qu'elle ne se sent pas bien. Elle ne pourra pas dîner avec vous ce soir. Je suis désolé, Monsieur. Hm. Monsieur veut-il quand même le bon vin et le champagne? Si Monsieur le désire, il est possible de
changer la commande. Nein, es bleibt so. Bringen Sie zunächst den Champagner und den Wein zum Essen. Très bien, Monsieur. Tja, August, das tut mir natürlich sehr leid. Jetzt bist du extra weitergefahren, als du vorhattest. Bonsoir, Monsieur. Guten Abend. Ich nehme das Steak mit Sauce Bernaise à point, bitte. Steak Bernaise à point. Très bien, Monsieur. Das hört sich mal alles so gut an. Oho. So, guten Abend, die Herrschaften. Können wir mit dir sprechen? Aber August schaut immer noch erwartungsvoll. Ne? Es könnte sein, dass... Pozzoni! Le train entre en gare de Pozzoni! Ja, vielen Dank. Minuten d'arrêt! Können wir jetzt auch wieder handeln, liebes Spiel? Excusez-moi, Monsieur. Ich glaube, wir können nicht viel machen. Gut, dann schauen wir uns weiter im vorderen Abteil um. Sind wir eigentlich noch im Besitz des Schlüssels? Ja, wir haben den Hauptschlüssel immer noch. Anna hat uns diesen überlassen. Pozzoni! Le train entre en gare de Pozzoni! Die beiden amüsieren sich wieder köstlich. Anna! Ich dachte schon, Sie seien in Wien ausgestiegen. In Wien? Wieso denn? Ich weiß nicht, aber ich bin froh, dass Sie hier sind. Die Reise ist bald genug vorüber. Und, was wird nun aus August Schmidt? Die Polizei wartet auf ihn in Budapest. Man wird die Waffen finden und beschlagnahmen. Aha, gute Arbeit. Sie können wirklich stolz auf sich sein. Sie haben es nötig. Waffenschmuggel ist auch nicht gerade ein ehrenwerter Beruf. Das soll mein Beruf sein? Für Sie ist das alles nur ein Spiel. Heute helfen Sie den Bosniern, morgen den Engländern. Wissen Sie, warum Tyler starb? Seit 1000 Jahren bringen sich die Leute im Balkan gegenseitig um. Und das wird sich auch wegen eines Amerikaners nicht ändern. Unsere Geschichte ist mit Blut befleckt. Aber im Endeffekt hat das mit Ihnen nicht das Geringste zu tun. Tyler ist tot. Daran lässt sich nichts ändern. Gehen Sie doch nach Hause, bevor es Ihnen auch so ergeht. Tyler war mein Freund. Vielleicht bedeutet Ihnen das nicht viel. Aber wenn mich ein Freund um Hilfe bittet und ich komme zu spät, dann habe ich gewisse Verpflichtungen. Gehen Sie, bitte! Oh, Robert, diese Worte haben uns hart getroffen. Ja, und nun wissen wir, warum Anna das Abendessen mit August Schmidt abgebrochen hat. August wird überführt in Belgrad. Herr, weißt du noch nichts von seinem Glück? Ah, oh Gott, wir müssen uns beeilen. Ich will in dieses Abteil, das habe ich schon letztes Mal gesagt. Ja, Gott sei Dank. Diese Liste. Wir schauen die uns nachher nochmal genauer an. Ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Okay, was ist das? Also sowas? Sie haben wohl das falsche Abteil erwischt. Sieht eher aus, als hätten wir beide das falsche Abteil erwischt. Was macht er hier drin? Ich sag halt, er ist auch... Also ich weiß nicht. Es ist mir immer noch nicht klar. Uns ist noch nicht klar, welche Rolle er hier erfüllt. Tatjana? Okay. Hallo, der Herr. Hier ist auch ein Gepäckwagen. Okay, der ist aber frei zugänglich, so wie es ausschaut. Also hier befand sich ja vorher Kronos Privatwagen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ich bin jetzt endlich an das Dokument herangekommen, an das ich herankommen wollte. Merci, Madame. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Achso, er macht wieder Verzeihen. Die Betten. Excusez-moi, Monsieur. Verzeihen Sie. Ja, er macht die Betten wieder zurecht. Guten Abend. Ich sah Sie im Speisewagen, aber ich wollte Sie nicht stören. Hat es Ihnen geschmeckt? Das Abendessen war sehr gut, ja. Verzeihung. Wie schön, jeden Abend mit der Familie speisen zu können. Das Alleinessen ist das Schlimmste beim Reisen. Pardon.
Man fühlt sich nach einer Weile doch recht einsam. Wer ist da? Ich habe genau das gegenteilige Problem, Monsieur. Ja, scheint mir auch so. Hm, wirklich. Interessant. Okay, alle machen sich zum Schlafen bereit. Le dîner est servi au wagon-restaurant. Deuxième service, deuxième service. Le dîner est servi au wagon-restaurant. Ich glaube, alle waren schon speisen. Servi au wagon-restaurant. Gut, ach, hallo, ihr beiden. Dann werden wir uns mal ganz kurz setzen und wir schauen unserem Inventar. Was ist das? Ein Ziffernblatt, was verarbeitet wurde? Das sieht aus wie ein... Na, ich sag das noch nicht. Und wir sollten uns diese Uhrzeit merken. 20 Uhr... Mademoiselle, je suis heureux de vous revoir. Votre table vous attend. Ja. Si vous voulez bien me suivre, le repas de ce soir est bien meilleur que d'habitude. Et j'espère qu'il n'offusquera pas vos palais délicats. Merci beaucoup, Pascal. Genau, genau. Zwischen, ach, Galanta und Budapest. Bonsoir. Avez-vous fait votre choix? Oui, le filet de bœuf, bleu. Encore du Bordeaux, ma chérie? Mais oui. Eh bien, un Bordeaux. Très bien. Et pour madame? Le poisson. Très bien, madame. J'ai du mal à imaginer que Charlotte ait pu choisir ce genre de vie. C'est vrai, après l'enfer qu'on a traversé. La vie d'Anne n'est pas aussi dure que ça. Elle s'amuse avec Charlotte, son mari en fait de même de son côté. C'est un mariage qui marche très bien, en fait. Pour Charlotte aussi, d'ailleurs. Ne plaisante pas, c'est trop horrible. Mais je ne plaisante pas. J'ai l'intention de me marier lorsqu'une bonne occasion se présentera. Tu devrais faire de même. Je ne me marierai jamais. Ne sois pas si dramatique. Je ne dis pas que tu devrais faire quelque chose d'aussi compliqué maintenant. Tu peux encore t'amuser. Tu seras encore jeune et belle pendant 2 ou 3 ans. Même encore plus belle lorsque tu auras perdu ta timidité et que tu auras appris à t'habiller. Mais après, pense un peu à la vie de vieille fille. Okay, ja, naja, sie will ja nicht irgendjemanden heiraten. Wenn sie könnte, würde sie dich heiraten wollen. Habe ich das Gefühl. Ach, na gut, nach hinten können wir jetzt nicht gehen. Verdammt. Wie komischerweise, wenn sich andere Leute in den hinteren Gepäckwagen begeben. Galanta! Le train entre en gare de Galanta! 5 minutes d'arrêt! Galanta! Gut, da warst du ja nur kurz weg. Aber wir kommen ja nicht weiter. Okay, geht's wieder zurück. Genau, 22.40 Uhr. Ja, diese Zeit wurde von Alexei notiert. Die Frage ist, wieso, weshalb, warum? Da bist du, Alexei. Können wir mit dir reden? Okay, das hatten wir verpasst. Irgendwie die beiden hatten auf jeden Fall, Tatjana und er, ein Streitgespräch. Auch in dem anderen hinteren Teil, also Schlafwaggon 1. Aber wie gesagt, ich verweise nochmal auf diese Zeit, 22.40 Uhr zwischen Galanta und Budapest. Wir haben noch ein wenig Zeit, ja, es ist kurz vor 9, 10 vor 9. Bonsoir, Monsieur. Können wir vielleicht noch mal mit Anna sprechen? Excusez-moi, Monsieur. Falsches Abteil. Ja, Sie wünschen bitte. Pardon, falsche Tür. Oder mit Milosch? Bonne nuit, Monsieur. Dormez bien. Ah, ich will mich noch gar nicht zur Nachtruhe legen. Tatjana. Verzeihen Sie. Willst du mit uns reden? Du wartest doch... Verzeihen Sie. Du willst doch mit uns reden. Oh Gott, jetzt klopfen wir wieder an unserer eigenen Tür an. Monsieur, darf ich mit Ihnen sprechen? Natürlich, kommen Sie rein. Sie waren so nett zu meinem Großvater. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Geht's ihm schlechter? Nein. Es hat mit Alexei zu tun. Er bat mich, in Budapest auszusteigen und mit ihm davonzulaufen. Was haben Sie gesagt? Was denken Sie?
Mein Großvater ist krank. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Das wäre doch ein Fehler, nicht wahr? Alexei ist Romantiker. Sie wissen doch, ein Romantiker ist jemand, der sein Leben lang auf eine gute Gelegenheit zum Sterben wartet. Als ich Nein sagte, begann er wirres Zeug zu reden. Er sagte, ich sei seine einzige Verbindung zur Außenwelt. Und wenn ich nicht mitginge, bedeute ihm sein Leben nichts mehr. Er ist fähig, etwas Verrücktes zu tun. Er wollte meinen Großvater mit einer Bombe umbringen. Er hätte den ganzen Zug mit Unschuldigen in die Luft gejagt. Was? Eine Bombe? Oh nein. Was für eine Bombe? Eine selbstgebaute. Er hat das schon seit Wochen geplant. Natürlich habe ich ihm das ausgeredet, aber ich habe Angst um ihn. Ich liebe ihn so. Ich tue, was möglich ist. Wirklich? Oh, danke, Monsieur. Vielen Dank. Und glücklicherweise, liebe Leute, haben wir diesen Zeitzünder an uns genommen. Also waren wir zur rechten Zeit noch da. Und jetzt könnt ihr euch auch denken, was um 22.40 Uhr passiert wäre. Ja. Oh, wo gehst du hin? Ich will noch nicht schlafen. Ich will noch, vielleicht können wir noch einem interessanten Gespräch lauschen. Okay, wo bist du hin? Wir können vielleicht nochmal einen Blick auf Alexei werfen. Ach du meine Güte, Alexei. Ah, wir können nochmal ein Wort mit August wechseln. Ich glaube, der weiß noch nicht von seinem Glück. Ich will noch nicht schlafen. Nein, hallo. August. Herr Whitney, nehmen Sie einen Drink. Dadurch wird die Reise viel kürzer. Danke. Ich habe Fräulein Wolf wohl falsch eingeschätzt. Immer wieder frage ich mich, habe ich mir das alles eingebildet? Eine Fantasie? Ein romantischer Traum? Und wenn ich daran denke, wie sie mich angesehen hat, so voller Wärme. Nein, ich habe mich nicht geirrt. Irgendetwas hat sie verändert. Nun, Herr Schmidt, sie ist Künstlerin. Künstlerin? Ja. Wenn ich nach München zurückkehre, soll sie für mich spielen. In meinem Haus. Trinken wir noch einen, Herr Whitney. Wenigstens haben Sie mich nicht enttäuscht. Vorerst, ja. Ja, ja. Sie wird für mich spielen. Es wird wunderbar. Sie kommen auch, Herr Whitney? Und Connors und die Oblenskis? Alle sind wir dort in einem großen goldenen Zimmer. Und sie spielt. Und wir tanzen. Oh Mutter, der Max, der Max. Der Max hat Beine wie Max, wie Max, wie Max. Da-da-da-da-dum, da-dum, da-dum, da-da-da-da-dum, da-dum, da-dum. Das Leben ist kurz, Herr Whitney, tanzen wir zusammen. Das Leben ist so kurz, August. Ja, das war jetzt wohl mal mehr als Deutsch. Ach, August, irgendwie könntest du, ja, irgendwie tust du mir leid. Es war natürlich die ganzen Flirtereien, die ganzen warmen Wortwechsel waren natürlich, guten Abend Sophie, bewusst von Anna gewählt, um dich zu überführen. Ach, das tut mir so leid, irgendwie tut er mir leid. Ich weiß auch nicht, aber nun gut, dafür hast du Geld im Überfluss, scheint mir. Ach. Gut, und wir sollten uns nun auch schlafen legen. Passe Ihnen bonne nuit. Ja, bonne nuit. Okay, du gehst auch wieder von dann. Wir können ja noch mal einen Blick in seiner Illustrierten werfen. So. Okay, wir sollen uns aber wahrscheinlich schlafen legen. Es bringt nichts. Das Attentat von Sarajevo, genau. Pardonnez-moi, Monsieur. Ah, ja, ist ja in Ordnung. Also okay, wir legen uns jetzt schlafen. Wir können nichts mehr machen. Ich hoffe, ohne Albträume. Und ja, jedenfalls war das ein vergnüglicher Abschluss dieser Etappe. Ja, so kann man das ausdrücken. Gute Nacht, Robert. Schlafe gut.
Mach nicht auf. Ich muss. Василий Александрович, это наша с вами прощальная встреча. Нет! Дедушка, осторожно! Он хочет тебя убить! Нет, это ошибка, вы не поняли! War das ein Traum? Jede Nacht passiert hier irgendwas. Du hast davon nichts mitbekommen? Татьяна, Василий, oh nein, das war kein Traum. Алексей. Татьяна, уведи ее отсюда. Часы. Да здравствует анархия. Слева ли анархия? Который простит мне призывающие мне мудрость. Hört ihr das? Hört ihr das? An diesen Moment kann ich mich noch sehr erinnern. Wir haben keine Zeit mehr. Alexei wollte nach wie vor, ja, seinen Plan in die Tat umsetzen. Oh Gott, das ist alles schrecklich, die arme Tatjana. Oh. Oh Gott, ich werde jetzt wieder gnadenlos scheitern. Was mache ich jetzt? Oh Gott, wenn ich das jetzt einfach so anfasse. Ich muss kurz überlegen. War das Kuvert, was wir hier zwischenschieben mussten? Nein! Ich wusste es. Ja. Versagt. Oh Gott, wir haben auch nicht viel Zeit. Oh Gott, wir haben ja gerade mal nur 3 Minuten Zeit. Ich muss mich beeilen. Was mussten wir tun? Oh, ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht mehr, was wir machen müssen. Doch. Wo kommt ihr auf einmal alle her? Wir müssten erst drehen. Drehen, 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 drehen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, vielleicht 1 Minute. Nein! Ich habe irgendwas falsch gemacht, okay. Aber ich war auf dem richtigen Weg. Ah, hier zwischen. Ja, ja, genau. Jetzt weiß ich's. Seht ihr, genau, diesen Mechanismus müssen wir ausschalten. Und das tun wir jetzt so. Wirklich geschafft. Gute Arbeit. Ja, danke sehr. Und wie wär's mit dem Drink? Ja, lieben gern. Ich brauche jetzt Pardon, einen. Monsieur. Jetzt würden wir nichts anderes tun, aber erstmal ruhig eine Zigarette. Die muss ich mir nochmal gönnen. Ich glaube, sonst das letzte Mal. Ja, jetzt würden wir schon unser ganzes Leben lang Bomben entschärfen, ne? Oh Gott, die arme Tatjana. Die arme Tatjana. Aber was meint der Alexei? Er wollte was anderes. Tatjana. Können wir mit dir reden? Monsieur, ce n'est pas votre compartiment. Ja, wir haben es verstanden. Ach, es ist eine Tragik. Nicht auszuhalten, wirklich. Und, oh, ich bin wirklich, mein ganzer Körper wird wieder erneut von immens vielen Adrenalinschüben durchfahren. Ich bin so aufgeregt. Entschuldigung. Irgendwas stimmt mit dem Mauszeiger schon wieder nicht. Cognac, bitte. Verzeihung. Tout de suite, Madame. Danke.
Ja, Cognac. Ich brauche jetzt auch einen Cognac nach dieser Aktion. Ich glaube, das würde mir auch zustehen. Also mich würde nicht wundern, wenn er auch vom Geheimdienst abstammt. Seht ihr das? Oh, ist mir gerade aufgefallen. Leute, die Uhr ist weg. Seht ihr? Oh Gott, die hat er rausgerissen. Jetzt wissen wir, was er auch zuletzt in dem Raucherabteil gesucht hat. Und du wolltest mit uns reden. Da sind sie ja. Eine schreckliche Sache. Gut, dass es vorbei ist. Erspart mir gewisse Probleme. Cheers! Erspart Probleme? Warum? Naja, man hört, dass einer dieser Anarchisten den armen alten Obolensky im Express mit einer Bombe in die Luft jagen wollte. So hat mich die Firma geschickt, ihn ausfindig zu machen und die Sache im Keim zu ersticken, ehe sie ausartet. Ja, zu spät. Eine Zeit lang war ich nicht sicher, ob sie es sind oder er. Ich? Naja, sie reisen ohne Billett, unter falschem Namen und so. Da musste ich mich wohl etwas wundern. Hoffentlich sind sie mir nicht böse. Nein, durchaus nicht. Gut, dass sie die Bombe gefunden haben. Haben sie sich hier überlegt, mehr auf diese Art tätig zu werden? Welche Art? Europa steht am Rand eines Krieges. Die Briten und Amerikaner haben gewisse gemeinsame Interessen. Ein weltgewandter Amerikaner, der einen kühlen Kopf behält. Wir können jemanden wie Sie gut brauchen. Die englische Polizei scheint der andere Ansicht zu sein. Die Sache mit dem irischen Polizisten, ich habe mir das näher angesehen. Wissen Sie, Sie hätten dem Mann nicht helfen sollen, obwohl er verwundet war. Wir sind bei Polizistenmord nicht sehr nachsichtig. Aber in diesem Fall handelt es sich wohl um ein Missverständnis. Schuld durch Assoziation. Sie sind Arzt. Hippokratischer Eid und so. Ich denke, wir könnten die Sache relativ einfach bereinigen, falls Sie wollen. Sie meinen, falls Sie wollen? Es ist nicht das erste Mal, dass Sie uns aufgefallen sind, Mr. Cath. Uns war nie recht klar, was wir von Ihnen halten sollen. Manche von uns meinen, Sie seien ein Unruhestifter wie Ihr Freund Whitney, der Ärmste. Aber ich finde, dass Sie im Extremfall einer von uns sind. Was meinen Sie? Tut mir leid, ich bin einfach kein Vereinsmeier. Anna. Das Angebot gilt trotzdem. Die Welt ist aus den Angeln und man muss sich auf eine Seite schlagen. Und manchmal ändern sich die Dinge so schnell, dass man die Seiten kaum auseinanderhalten kann. Leider hat man keine andere Wahl, als dafür oder dagegen zu sein. Ich werde dran denken. Bitte entschuldigen Sie mich. Du willst uns also erneuern. Es ist schon klar, dass er dem englischen Geheimdienst angehört. Anna. Anna. Ich bin sehr müde. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich glaube, es ist noch nicht alles gesagt. Warum folgen Sie mir? Ich möchte Ihnen so vieles sagen. Ich bin so müde. Sie können sich nicht vorstellen, wie müde ich bin. Oh. Wir sprechen uns morgen. Gute Nacht. Morgen haben wir keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Es tut mir leid, Anna. Herein. Stimmt was nicht. Wir fahren weiter. Es war so klar. Die Separatisten übernehmen den Zug. Oh nein, Mahmud Magda. Leute, oh, was war das für ein Kapitel, das war so aufregend. Oh, und diese Liebesszene, oh, ich liebe diese Liebesszene, diese Leidenschaft, die da, oh, weiß ich nicht, vermittelt wird, übertragen wird. Oh, das ist für mich nach wie vor einer der schönsten Liebesszenen der Videospielgeschichte. Ich weiß auch nicht, da kommt so viel rüber, oh, und diese Spannung und dann passiert es endlich und dann werden die beiden auch noch unterbrochen und ja, durch die serbischen Separatisten, die jetzt den Zug übernommen haben. Okay, Kapitel 6, die Flucht.
Also ist klar, was wir jetzt im nächsten Kapitel vor uns haben. Es geht nicht mehr nur darum, einen Mord aufzuklären. Ja, das war mir in den vorherigen Kapiteln schon klar, dass es mehr um Tyler ging. Mehr darum, als nur diesen Mord aufzuklären. Genau, und der gesamte Zug mitsamt allen Passagieren und der Mannschaft ist in Gefahr. Und nur du kannst sie retten. Ach, ja, wir haben diesen Zug schon mehrmals gerettet, glaube ich. Also, oh Gott, jedenfalls haben wir ihn vor einer Bombe bewahrt. Also Kapitel 5 hat so viel geboten, es ist so viel passiert schon wieder. Und ihr merkt, oh, es wird immer dramatischer und immer handlungsreicher. Und in einer Dramaturgie folgt der nächsten. Und oh, ich habe gar keine Zeit mehr zum Durchschnaufen. Aber sehr schön, also nach wie vor. Und ich bin wieder mittendrin. Ach, ich merke das. Ja, ich werde wieder sofort, wenn ich dieses Spiel spiele, immer wieder in diese Zeit zurückversetzt und alte nostalgische Gefühle erwachen wieder in mir. Das ist einfach nur schön und aufregend und in mir herrscht gerade so eine Ambivalenz von oh, ich weiß auch nicht, Trauer wegen Tatjana und Aufregung und wegen dieser Bombe, wegen Alexei. Ach, hört mir auf. Ich höre jetzt hier auf, weil ich kann nicht mehr klar denken. In meinem Kopf herrschen gerade zu viele wirre Gedankengänge. Wir sehen uns dann im Kapitel 6 wieder. Ja, es wird weiterhin aufregend werden. So viel darf ich euch schon sagen. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis auf bald wieder. Eure Jane. Bye, bye.